So, heute ist die Abschlussprüfung dran. Unser Ziel ist Jasper Knight. Man kennt ihn. The final test is based on an authentic 1979 mission. The high point of Training Director Soda's career as an active agent. The target was Jasper Knight, a famous US chess master exposed as a Soviet spy. Soda's caught up with Knight at a military airfield in Cuba and eliminated him against all odds. This will be your objective as well. Now listen carefully. ICA exams aren't normally this difficult. Not only was the airfield a virtual fortress, but he even added additional guards. Soda's wants you to fail. He considers you a threat, and this way, your unfortunate exit from the program won't raise any eyebrows. Well, if he thinks we're bowing out, he is sorely mistaken. Good luck, initiate. Dankeschön. First things first, we need to gather some intel. Now, you didn't hear this from me, but I would eavesdrop on the two mechanics just beyond the fence. Brigitte, zuallererst ziehe ich mich mal ein Stück hier rüber, circa so. Guck mal. Oh. Ich belausche die Kacknasen jetzt mal und schau, was so abgeht. Did you print out the safety protocol for the jet? It's on the clipboard. Look, you really have to do this, all things considered. We're putting a pasty-faced egg inside a Mach 3 fighter jet. Yeah, I kind of think we do. I get it. Safety first and all that. I don't care which one of you does it, it's mandatory. Pick the box and get it done. Tja, den mache ich. Flucht in einem Kampfjet. Klingt gefährlich. Ist aber so. Also, Jasper Knight verlässt Kuba in einem sowjetischen Kampfjet. Aber vorher muss er die Sicherheitsmaßnahmen des Jets überprüfen. Nehmen wir an, sie könnten ein wenig am Schleudersitz herumschrauben. Dann würde Knight möglicherweise seinen eigenen Absturz auslösen. Klingt doch gut. Gisela, super. Super Plan. Ja, aber wie mache ich denn das jetzt? So, ich brauche jetzt erstmal einen Hammer. Wir müssen erstmal das Sicherheitspersonal knacken. Let's go. Hä? Hammer time. Wo ist meine Münze, Alter? Oh! Naja, da muss er jetzt durch. Der war nur simuliert, der Genickbruch. Hock dich hier, komm. Hock dich erst mal hier, komm. Hallo. Bro. You are invading my personal space, sir. Okay, wow. Sorry. But I'm not interested. I'm not interested. Ich könnte ihn natürlich jetzt easy umschlingeln, denke ich, und den da vorne weglocken. Aber er hier macht mir echt Sorgen, weil er so cool ist. Idee. Oh, hallo. Irgendwie bin ich gerade unschlüssig mit diesen Punkten über den Köpfen. Ich teste das mal eben. Hallo. Ey, Bangert. Es ist ein Offizier anwesend. Can you please get out of my face? Die Jugend. Überhaupt keinen Respekt mehr. Ich brauch den noch. Geh weg. Ja, ich war das. Ja, sorry, war ein Vietnam-Flashback. Hallo. Offizier heißt das bitte. Dankeschön. Oh, Gift. Also da. Oh, da ist die Liste. So, Sicherheitsprotokoll. I see. In order to make adjustments to the jet and perform the role of safety inspector, you're going to need a mechanics disguise. Gut. Perfect. Now be gentle. He's an actor. Shit. Da muss ich jetzt aber ganz schnell los, Monsieur. Zack, rein. Oh, der erkennt mich jetzt, oder was? Alle. Übrigens, heute Abend ist Livestream 22 Uhr, ne? Seid dabei. Hallo. Shit. Ich bin versteckt. Alle können mich entdecken, alle. Ja, nice, komm, hauen wir mal rein. Schnell, es brennt. Geht heim. So. Hallo. Zwei. Ich könnte mich nochmal als Engelchen verkleiden und dann alle töten. Okay, jetzt habe ich noch ihn und die drei und den und den. Also eigentlich alle. Na komm mal her, Fridolin. Klavierseite. Erdrosseln. Oh fuck, warte! He's an actor. Inzwischen in der großen Krabbe. Right. Yeah. To set the trap. The ejector seat mechanism has been disabled. You may need a tool to re-enable it. Alter, wie knapp. Geh mal geschwind nach da hinten, da ist eine Münze. Ja, so, genau, es geht doch. So. So. And now to confront your target. Knight's office should be somewhere on the first floor. Oh. Ich hab einen Lauf! Warum habe ich so eine komische Mission? Stinkt. Wladimir, ich wollte gerade mit dir sprechen. Wo ist denn der Chef? Get out of here! Da
Das sind meine Leute. So kenne ich die gar nicht. So, das kommt davon. Tüdelü, lass euch nicht aufhalten. Ich ziehe jemanden weg. Alles gut. Oh, warte mal, warte mal. Oh, oh nein. Kann ich hier vielleicht ins Wasser kacken? Oh, shit. Ist ja alles voll. Fuck. Ah, da geht's hoch. Jawohl, jawohl. Hasta la vista. Oh, wir haben hier eine Situation, die an sich nicht wirklich schön ist, klar. Oh, oh fuck, wo ist denn... Ich wurde jetzt aber nicht gesehen. Komm, nix. Nee. War das jetzt echt so schlimm für alle Beteiligten? Die kommen jetzt aber nicht hierher, oder? Schnell, schnell, schnell. Surprise, motherfucker. Also mir bleibt nichts anderes übrig. Ich muss hier hinten hinlegen. In sein Büro. Sehr unauffällig. Sehr unauffällig. Oh shit. Oh shit. Schachspiel vielleicht manipulieren? Was kann ich jetzt hier manipulieren in dem Schachspiel? Dann wird er sich aber ärgern. Ich gehe mal schnell aufs Klo. Ich hoffe, die trinken gleich was. Alles cool, ich hab's im Griff. Ich hab's noch komplett im Griff. Körper wurde gefunden. Ich hab's nicht im Griff. Ich hab zu viele Körper und zu wenig Kissen. So ein toter Körper muss ja nicht zwingend was Schlimmes heißen. Ich meine bewusstlos. Muss ja nicht immer direkt tot heißen. So, so sieht's nämlich aus. Oh, noch ein Schachspiel zu manipulieren. Herrlich. Was there in dead body? Möglicherweise. Aber eigentlich nicht, weil die sind alle in der Kiste. Also er ist ganz alleine. Muss ich ihn jetzt echt eliminieren? Oder muss ich ihm nur sagen, hey, übrigens, dein Jet ist fertig. Das wird mich jetzt irgendwie fuchsen. Ich will ihn doch mit dem Jet killen. Ich meine, er kann auch Rattengift trinken. Okay. Ja, da steht's. Eliminieren Sie Jasper Knight. Aber der muss doch jetzt fliegen. Was geht denn auf dem Dach so ab? Voll ins Gesicht. Hui. Was hat denn der da unten jetzt schon wieder mitbekommen? Sag bloß, das ist noch mehr Rattengift. Nee, Ziegel. Ziegel sind gefährlich. Der macht mir doch so ein bisschen Sorgen. Oh, oh, da war nichts, da war nichts. Ich bin ein Geist. Ich bin ein Poltergeist. Holter die Polter! Leider bewacht er die Tür. Da muss ich ran. Alter, der hier nervt ja ultra. Der ist ja komplett am Naschen, der Kerl. Ja, bloß da liegen, ist ja eklig, Mann. So, der Funkraum ist auch entdeckt. Aber ich will ihn doch jetzt fliegen lassen. Er steht da rum und macht hier irgendwas. Aber was? Guck mal, was ist denn da? Er dreht sich um. Alright, nice throw. Er hat mich durchschaut. Ach, der hat den einen gefunden. Ich glaube, ich bin ein bisschen genudelt jetzt. Oh, hallo. Guck mal, da reden sie mit Jasper Knight. Na also. Es hing, es hing. Die Prüfung, ich muss schon sagen, war schwer. Aber nicht schwer genug. Manche Verkleidungen ermöglichen das Eskortieren wichtiger Charaktere. Nähern sie sich dazu einem geeigneten Charakter und drücken sie G. Hallo. Jasper Knight. Go over the safety protocol. Follow me, please. Ach. Must we really? Is it dangerous? Well, it must be, mustn't it? Why else would there be a safety protocol? Yeah. I'm not crazy about airplanes. Is it going to do that thing where it flips on its head? I don't like that one bit. Not one bit. Don't worry. You're in good hands. Dummerweise sehen mich deine Kollegen hier unten, Mr. Knight. Aber, keine Sorge, die meisten sind schon tot. Mr. Knight, wir müssen woanders lang gehen. Guck mal da, perfekt, oder? Ich will nicht untertauchen, ich will dir einfach was vorlesen. So! Hör mal zu jetzt. Bruh. Entschuldigung. Wie unhöflich. Ups. Ich wollte ihn begleiten. Schneller Propeller. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit, Mr. Knight. Komm schon. Nee. Nee, der ist doch da. Er geht zurück. Ja, es ist necessary. Mr. Knight, wollen Sie vielleicht einen Hammer im Gesicht haben? Wie wäre das? Okay, Mr. Knight. Okay. Find the cockpit, please. All right. Na, geh schön hoch. Easy. One. No. Easy. One step at a time. Step one. Strap yourself in. Okay. All strapped in. Step two. Locate the ejector seat handle. Ich freue mich schon ein bisschen. Yes, found it. Step three. Pull the ejector seat handle. Right. Here it goes. Pull. Herrlich. I never thought they would use a functioning jet. Good thing you didn't disable his parachute. Anyway, you did it. Excellent work, initiate. So just didn't see this coming. Now stay calm and head towards an exit. Wie sie alle gucken. Was ist mit dem passiert gerade eben? Ja, das kann ich ja sagen, Rudolf. Seriously, for real? Seriously, guys. So, ablegen und ganz langsam heimgehen. Ich lasse dir noch ein Geschenk da. Oh nein, es brennt. Wow!
Congratulations, Agent. You are cleared for field duty. Kann mich verstehen? Congratulations, Agent!